Und da sind wir auch schon beim dritten großen Schritt in der Strategie, das Leid zu winden, und das ist die Relativierung. Wie schon gesagt, relativieren meint für mich einfach ein In-Beziehung-Setzen des Leids zu, sagen wir mal, zu meinem Leben. Wenn du zum Beispiel siehst, hier bin ich und da ist das Leid, dann kannst du dir die Frage stellen, und die ist der springende Punkt bei der ganzen Geschichte, wie oder welchen Einfluss soll diese äußere Begebenheit über mein Leben haben? Wenn ein Leid durch andere Personen verursacht worden ist, dann stellt sich einfach die Frage, welche Macht möchte ich diesen Gestalten über mein Leben wirklich geben? Wenn es ein Leid ist, das aufgrund eines konkreten eines Zustands, einfach einer Krankheit oder so ist, dann kannst du dir die Frage stellen, welche Bedeutung soll diese Krankheit für mein Leben haben? Welchen Einfluss will ich dieser Krankheit auf mein Leben geben? Und alle drei Antworten können meiner Meinung nach nur lauten, so wenig wie möglich. So wenig Einfluss wie möglich. Am besten gar keinen. Und dann stelle ich mir diese Situation so vor und ich sehe einfach, hey, was immer da passiert ist gestern, heute bin ich hier. Und morgen werde ich hier sein und das wird immer weiter weg. Kommt immer weiter weg von mir. Es hat keine Macht mehr über mich. Ich bestimme, was mein Leben beeinflussen kann und was nicht. Und ich kann jederzeit, auch zu einer bestimmten eigenen Erfahrung, die ich mir im Leben gemacht habe, sagen, weg mit dir. Du hast keine Macht über mich. Ja? Negative Situation, schleicht dich, ja? Verbiss dich, raus aus meinem Leben mit all deinen negativen Auswirkungen. Und das ist meiner Meinung nach einfach ein großer Kern spiritueller Heilung. Indem du einfach sagst, welchen spirituellen Einflüssen öffne ich mein Herz, öffne ich mein Leben und welchen nicht. Und im Prinzip führe ich all diese drei Schritte dann letztlich zur Vergebung. Zur Vergebung nämlich in einer dreifachen Hinsicht. Wie gesagt, drei Arten des Leids und dreifache Vergebung, das heißt drei Lösungen für drei Probleme. Vergebung Nummer 1. Andere Leute haben mir Leid verursacht. In dem Moment, wo ich diesen Prozess, diesen dreistufigen Prozess durchlaufen habe, komme ich auch in eine Situation hinein, wo ich diesen Menschen vergeben kann und sagen mir, denken kann, ich will diesen Menschen vergeben. Und das tust du, indem du einfach in dir die Entscheidung triffst. Ich habe auch einen Fehler gemacht, ich vergebe euch. Wenn du in einer Leidenserfahrung drin bist, die verursacht worden ist, vielleicht auch einen Fehler, den du selber begangen hast, wem muss vergeben werden, anderen Leuten oder dir? Natürlich dir selbst. Denn immerhin sagst du einfach genau wieder das Gleiche. Ich vergebe mir. Ich habe einen Fehler gemacht, es war eine Scheiße, aber ich vergebe mir. Und in dem Moment kannst du dich auch wieder mit dir selbst versöhnen. Und da hilft dir auch sehr stark einfach das Gegenüber des Göttlichen. Des großen Geistes des Lebens, der in allen Dingen, in allen Menschen gleichsam wirkt. In denen, die Gutes tun, auch wie in denen, die Schlechtes tun. Es gibt einen Geist des Lebens und er hat Einfluss auf die Menschen. Er trägt sie, er macht, dass die Herzen schlagen. Er hilft ihnen, auch aus ihren Problemen, ihren negativen Dingen rauszukommen und von Finsternis ins Licht zu gelangen. In dem Moment, wo du sagen kannst, hey, Gott lässt die Sonne scheinen, über den Bösen und über den Guten gleichermaßen, auch über mir und über euch. In dem Moment kannst du sagen, das ist die Quelle der Vergebung. Ich will diese Vergebung aus dem großen göttlichen Geist des Lebens empfangen und in meinem Leben zur Blüte bringen. Das heißt, ich will die Resultate meiner inneren Entscheidung für die Vergebung Realität werden lassen. Und die dritte Form von Vergebung, die habe ich euch noch kurz unterschlagen, das ist nämlich die Vergebung quasi dem Leben gegenüber. Die Vergebung auch deinem eigenen Körper gegenüber. Wenn du zum Beispiel durch eine Krankheit in einer leidhaften Situation drinnen bist, ja, dann passiert es oft, dass du einfach deshalb auch schon in spiritueller Disharmonie bist. Das heißt, du siehst irgendwas und es macht einfach die Probleme. Du kannst deinen Körper und sich auf deinen Körper nicht mehr verlassen. Dann hast du zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist der Kampf gegen selbst, der Kampf gegen diese Dinge. Die Konsequenz dessen wäre Leid. Oder wieder die Akzeptanz dieser Dinge. Die Vergebung an deinen Körper, an das Leben zu sagen. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, warum ich in das reingekommen bin. Ich verstehe nicht, warum ich krank geworden bin, aber ich will gesund werden. Jetzt hast du zwei Dinge. Du harmonisierst dann, indem du quasi dem Leben selbst vergibst. Dich selbst wieder mit dem großen Geist des Lebens. Der kann wieder durch dich fließen, der bringt wieder in dir seine Kraft hervor, seinen Segen hervor und bringt auch wieder in dir Heilung hervor. Und wenn du schaffst, aus einer Krankheit heraus auch diese Entscheidung für die Vergebung gegenüber dir selbst zu treffen, dann bist du auf dem besten Weg dazu, ein geistlich und körperlich wiederhergestellter, gesunder Mensch zu werden. Und dazu wünsche ich dir von Herzen Gottes Segen. Alles Gute!